Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Uwe Lohse und ich habe heute mal ein interessantes Thema. So, worum geht es? Es geht darum, dass in den letzten Zeiten, insbesondere in der letzten Woche, ja, ein Aufruf gemacht wurde von Dr. Rainer Füllmich, dass man sich doch der Sammelklage gegen Professor Dr. Christian Drosten anschließen möge. Worum geht es da konkret? So, also, wie sieht das denn nun auf der Webseite von Rechtsanwaltskanzlei Dr. Füllmich aus? So, da gibt es einmal Home, wir beraten und unterstützen die Aktivitäten zugunsten der Corona-Schadenersatzklage. Gut, das schauen wir uns mal gleich genauer an. Jetzt wollen wir aber doch erstmal gehen zu unserer Kanzlei. So, wir kämpfen für Sie seit 1993, das sehen wir hier. So, was haben wir? Freie Mitarbeiter, Verbraucherschutz, Spezialisierung Familien- und Erbrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Insolvenzrecht, Verwaltungsrecht. Dann noch verschiedene Professoren von verschiedenen Universitäten, Rechtsreferendare, Studenten der Rechtswissenschaften unterstützt. Naja, das hilft uns jetzt nicht so viel weiter, dass Sie irgendjemanden kennen, der auch noch Ahnung hat. So, Tätigkeitsschwerpunkte Bank- und Börsenrecht, spezialisiert bei drückervermittelten Wohnungs- und Fondsteilsfinanzierung. Einzigartige Prozesserfahrung, mehr als 1000 Verfahren vor allen Gerichten Deutschlands, besonders Haustür-Widerrufsgesetz, Verbrauchergerichtsgesetz, Rechtsberatungsgesetz und Falschberatung, internationales Privatrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung bei Streitigkeiten mit Auslandsberührung. So, und Medizinrecht. Allgemeines Haftungsrecht für medizinische Falschbehandlung und fehlerhafte Medizinprodukte. So, und Wettbewerbsrecht. Ja, also was wir hier raus sehen, ist, dass der Dr. Füllmich oder zumindest seine Praxis sich mit Medizinangelegenheiten, also Medizinprodukten natürlich auskennen. Insofern ist das mit einer Klage gegen eine ja, ich sag mal, Mediziner sicherlich von Vorteil. So, wir sehen aber, dass die Auslandsaktivitäten so stark nun eigentlich nicht sind, sondern hier Streitigkeiten mit Auslandsberührung. Also, er macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er der Profi ist, der ständig Prozesse im Ausland führt. So, was sollen wir mal schauen? Die Kanzlei wurde gegründet 93, dann gibt es hier ein deutsches Bankmandate. Dann gibt es hier verschiedene Gerichtsurteile aus 14, 15, 19 und Mitglied in auch zwei ausländischen Juristenvereinigen. So, bei den Urteilen wollen wir mal schauen, was gibt es dort? Hinweis auf den Kanal bei YouTube. Dann ein Urteil gegen die Deutsche Bank. So, was ist das hier? OLG Frankfurt am Main. Da müssen wir wohl auf das Urteil selber draufklicken. Das sehen wir dann hier. Worum ging es? Offensichtlich auch Deutsche Bank. Gut, das brauchen wir uns jetzt nicht weiter angucken. Ist auch ein Bankurteil. So, und dann OLG München. Horcher gegen Hypo. Das heißt, da reden wir doch davon. UniKreditbank, also auch eine Bankangelegenheit. So, das heißt also, wir haben hier, ach, da haben wir ja noch ein viertes Urteil, Landgericht Hechingen. Worum ging es da? Gegen die Deutsche Bank. Ja, was können wir da also sehen? Wir sehen, dass der Dr. Füllmich auf jeden Fall keine Angst vor großen Adressen hat, ne, wenn er bereit ist, gegen große Banken anzutreten. Aber wir sehen jetzt nicht, dass er der Profi für Auslandsvertretungen ist, denn es heißt ja eben mit Auslandskontakten und Auslandsberührung, also nicht derjenige, der standardmäßig jetzt im Ausland tätig ist. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, was es denn mit der Corona-Sammelklage auf sich hat. So, da sehen wir, es gibt eine eigene Webseite und wir schauen mal direkt mal hin, was denn für Infos zur Sammelklage vorgelegt werden. So, da heißt es, Schadenersatzklage ist doppelt riskant in Deutschland, weil
hohes Kostenrisiko und Prozessanwälte oder Fälle mit strukturellem Ungleichgewicht, viele einzelne Verbraucher, Anleger oder kleine Unternehmer gegen einen großen, teilweise auch betrügenden Konzern, so, und so weiter. So, und eine echte Sammelklage gibt es hier quasi nicht, und das müsste man im Grunde genommen derzeit aus den USA machen. Dort heißt es dann Class Action, das ist also wohl der Begriff für Sammelklage. So, und das soll jetzt gehen, wo eine Sammelklage gegen die Hersteller und Verkäufer des defekten Produkts PCR-Tests. Denn der deutsche Drosten-Test wurde aufgrund einer Empfehlung der WHO weltweit auch in den USA verkauft und dort genutzt. Dies ist die Gelegenheit, auch für deutsche Geschädigte ihre Ansprüche aufzubereiten und dann im Rahmen einer Class Action ihre Schadenersatzansprüche in den USA geltend zu machen. Schon die Androhung einer solchen Sammelklage mit einer Vielzahl von Kläger und Klägerinnen, einer entsprechend hohen Schadenssumme, wird sicherlich sein, dass die betroffenen Unternehmen endlich Gehör bei den Verantwortlichen finden. Money talks. Ja, gut, also wir haben hier die Besonderheit, es kann gar nicht in Deutschland geklagt werden, sondern es muss im Prinzip aus den USA geklagt werden. Das heißt, es muss ein Amerikaner klagen gegen den deutschen Beklagten. So, und dann sieht es wohl so aus, dass die Deutschen dann gegebenenfalls beitreten können diesem Verfahren. So, schauen wir mal weiter, was wir sonst noch haben. Gut, das hilft uns hier jetzt nicht weiter. So, wir können jetzt mitmachen. So, wie können wir denn mitmachen? Tragen Sie sich in das Formular ein und so weiter. Schauen Sie erstmal auf unsere FAQ-Seite. Da schauen wir mal hin. Können sich Privatpersonen der Klage anschließen? Jawohl, wenn Sie einen Geschäftsbetrieb haben und Umsatzeinbußen erlitten haben oder noch erleiden. So, dadurch soll Druck auf die Politik entstehen, welche unter schuldhaften Verstoß gegen alle Grundregeln der Entscheidungsfindung für ihre Maßnahmen einzig auf die Meinung von Professor Drosten vertraute. Ja, das dazu führen wird, schnellstmöglich die längst überfällige wissenschaftliche Diskussion auch mit anderen Sachverständigen und so weiter zu führen und dass in diesem Zuge auch angesichts der aktuell längst nicht mehr vorhandenen Gefährdungslage sofort alle Anti-Corona-Maßnahmen beendet werden sollen. Ja, da frage ich mich jetzt, wie denn das? Also, von der Logik her, was ist denn die Zielsetzung dieser Klage? Die Zielsetzung der Klage ist offensichtlich jetzt gegen den Professor Drosten vorzugehen, weil er den PCR-Test erfunden hat. So, und durch ihn eben bestätigt wird, dass der PCR-Test toll ist, und daraus haben jetzt die armen, dummen Politiker, die haben ja überhaupt gar keine Ahnung gehabt und konnten außer Professor Drosten niemanden um Rat fragen. Die haben gesagt, ja, den PCR-Test, den wenden wir jetzt weltweit an, auch in Deutschland. Und deswegen ist das jetzt alles so. So, und nun klagt jetzt also jemand aus USA gegen Professor Drosten, beziehungsweise gegen dessen Amt, weil ja, wir in Deutschland eine Amtshaftung haben für Amtsträger. In dem Fall wäre es ja dann die Charité, so, beziehungsweise vielleicht noch andere amtliche Stellen, die damit in Verbindung stehen. Und hier stellt sich die Frage, und jetzt nehmen wir mal an, der Prozess wird gewonnen. Welche Art von Druck entsteht denn dann auf die Politiker? Also soweit ich es sehe, benutzen die Politiker natürlich den PCR-Test und die Aussagen von Professor Drosten, um ja, ihre gesundheitsfördernden Maßnahmen, so würde ich es mal sagen, durchzusetzen. Aber für alle, die jetzt ein bisschen weiter in der Thematik drinstecken, ja, besteht ja der begründete Verdacht, dass es in Wirklichkeit ja gar nicht nur um das Coronavirus geht, sondern dass noch ganz andere Agenten im Hintergrund stehen.
Ja, dass zum Beispiel mit der WHO ja auch einiges im Argen zu sein scheint, wegen Abhängigkeit von Geldgebern, dass mit der UNO was im Argen zu sein scheint, dass noch andere große Interessengruppen wie zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum, ja, und die Weltbank auch da noch mitzureden haben. So, und da stellt sich die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich der Professor Drosten? Und ich würde mal ganz vereinfacht sagen, im Schachspiel ist das ein Bauer. Das ist derjenige, der an der vordersten Front steht. Und es mag sein, dass er zwar jetzt hochrenommiert ist und verschiedene Auszeichnungen bekommen hat und ja ein ganz toller Held des Volkes ist, aber sollte der jetzt unter Beschuss geraten, könnte es ja sein, dass er einfach fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel. Und dann ist er weg. Und dann sagt dann jeder jetzt in der Politik, ja, das konnten wir ja nicht ahnen. Wir sind ja keine Mediziner. Also welcher Druck entsteht da auf die Politik? Ich kann da keinen sehen. So, denn gegebenenfalls würde dann ein anderer Professor kommen mit einem besseren PCR-Test und dann würde genau dasselbe von vorne weitergehen, theoretisch. Das heißt, diese Aussage, die der Dr. Füllmich dort ein bisschen vollmundig auf seiner Webseite kundtut, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also nach meiner Meinung kann ein Druck überhaupt nicht entstehen. Jedenfalls nicht auf die Politik. So, und vor allen Dingen, man kann es ja nochmal von einer ganz anderen Warte aus betrachten. Was wäre denn, wenn eine solche Schadenersatzklage gewonnen würde? Dann würde doch eben das Amt dafür haften. Ein Amt haftet wie? Mit Steuergeldern. Wer zahlt die Steuergelder? Der Bürger. Das heißt also, die Unternehmer, die jetzt durch die Corona-Krise geschädigt werden, nutzen dann die Sammelklage auf Schadenersatz, um einen Schaden einzuklagen. Dieser Schaden wird aber bezahlt aus der Steuerkasse. Wie viele Nachteile haben Politiker dadurch, dass irgendetwas aus der Steuerkasse bezahlt wird? Keine. Das heißt, auch dann, wenn der Prozess gewonnen wird und wenn es Millionen, Multimillionen, vielleicht sogar Milliarden sein würden, würde das doch die Politiker überhaupt gar nicht interessieren. Denn erstens haben sie nichts damit zu tun, weil Herr Drosten sie ja falsch informiert hat. Insofern besteht ja gar kein Grund, dass sie ein schlechtes Gewissen haben müssten oder sich gar schuldig fühlen könnten. Da ist eine Haftung, käme da ja auch nicht in Frage. So, und zweitens ist die Frage, ja, warum sollte sie interessieren, dass der Staat neue Schulden aufnehmen muss, um Schadenersatzklagen, Verpflichtungen zu erfüllen, die das Amt von Herrn Drosten verursacht hat. Also das sehe ich gar nicht. Ja, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, was wir denn jetzt haben. Also wir haben einmal den Punkt, dass hier tatsächlich eben eine Schadensammelklage auf Schadenersatz gemacht werden soll. Die muss aber in den USA stattfinden. So, ob die genehmigt wird und mit welchem Ergebnis sie dann folgt, wissen wir noch nicht. Da kann man sich als Deutscher und wahrscheinlich auch aus anderen Ländern entsprechend anschließen. So, das ist soweit okay, aber es bleibt eben beim Schadenersatz gegen die Charité und Professor Drosten. So, und ja, das ist für diejenigen Unternehmen, die dann Geld sehen wollen, und für 800 Euro, das ist ja nach meiner Meinung für einen Unternehmer kleines Geld für so eine Angelegenheit, sicherlich eine sinnvolle Angelegenheit. Das heißt, aus dieser Sicht würde ich sagen, ja, versucht macht klug, 800 Euro plus Mehrwertsteuer ist nicht die Welt, also für mich ein klares Ja sollte man machen. Was aber ein klares Nein ist, ist für mich zu hoffen, dass sich aus dieser Klage irgendetwas an der Corona-Krise als solcher ändern könnte. Die Politiker werden sich dadurch nicht wirklich beeindrucken lassen. So, selbst wenn der eine oder andere vielleicht seinen Hut nehmen müsste, weil er vielleicht, weil man ihm vielleicht nachweisen kann, dass er sich nicht richtig informiert hat, dann rückt doch gleich aus der zweiten Reihe wieder einer nach vorne und das Ganze geht von vorne los. Also insofern
sehe ich da nicht, dass die Politik unter Druck kommen könnte, so und egal wie hoch die Schadenersatzforderungen sind, es ist halt doch eh der Steuerzahler. So, und ob wir nun 500 Milliarden nach Europa überweisen, ja, oder vielleicht auch 1 Billion, und dann vielleicht noch 50 Milliarden an Unternehmer, falls sie denn ihren Prozess gewinnen, das interessiert doch einen Politiker überhaupt nicht. Ja, das heißt also, da denke ich, den Schuh kann man sich komplett ausziehen. Ja, diese Klage wird nach meiner Meinung null Einfluss auf die Corona-Politik haben. Und das, was behauptet wird, ja, dass dann ein Umdenken stattfindet. Ja, warum sollte das stattfinden? Ja, wir können es doch mal andersrum betrachten. Was ist denn mit den zitierten Klagen gegen die Deutsche Bank? Hat die Deutsche Bank deswegen aufgehört, ich sag mal, aggressiv Bankgeschäfte zu machen? So, was ist mit VW und dem Dieselskandal? Die haben Multimilliarden gezahlt. Ja, haben die deswegen ihr Geschäftsmodell aufgegeben? Nein, die haben mit an einer Stelle haben sie sich eingeschränkt und ansonsten machen sie Geschäft wie jeden Tag. Also sprich, große Unternehmen. Die gehen doch deswegen nicht bankrott, ja. Die zahlen eben da ein paar Milliarden, ja, und Feierabend und ansonsten läuft alles weiter. Und genauso wird es in der Politik doch auch sein. So, und wir in Deutschland haben hier quasi die Regionalstelle, ja, von ja, die eine Art Außenposten ist von Interessen, die offensichtlich dahinter zu stehen scheinen, ja, und die eine ganz andere weltweite Agenda haben. So, und sollte hier irgendjemand den Politiker die Löffel abgeben, ja, so dann taucht der nächste auf, aber das ändert doch nichts an der Agenda. Also insofern meine Zusammenfassung, ja, wer Geld sehen will, bitte bei Dr. Füll mich mitmachen. Nein, wer glaubt, dass das irgendwas an der Corona-Politik ändern sollte? Ja, falls Fragen sind, stellen Sie die in den Kommentarbereichen, dann werde ich mich dazu äußern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Klar sehen, clever denken, frei handeln.